Funktionenverknüpfungen. Eine Funktion in R ist ein Gesetz, dass jede reelle Zahl x höchstens eine reelle Zahl f von x zuordnet. Funktionen können miteinander verknüpft werden. Wie man das macht, versteht sich leicht anhand von einem Beispiel. Die Funktion f ist die Funktion, die jeder Zahl x ihr Quadrat zuordnet. Und die Funktion g ist die Funktion, die jeder Zahl x ihren fünffachen Wert zuordnet. Zwei solche Funktionen kann man addieren und die Summe von zwei Funktionen ergibt eine neue Funktion und diese neue Funktion ordnet der Zahl x die Zahl f von x plus g von x zu. Diese neue Summenfunktion ist also in unserem Beispiel das Gesetz, dass jeder Zahl x die Zahl x² plus 5x zuordnet. Die Summe von zwei Funktionen ist also durch diese Gleichheit hier definiert, f plus g von x, das ist f von x plus g von x. Genauso wird auch die Differenz von zwei Funktionen definiert. Ebenso das Produkt. Das Produkt dieser beiden Funktionen f und g, das ist eine neue Funktion, die jeder Zahl x die Zahl f von x mal g von x zuordnet. Was bedeutet in unserem Beispiel? Es ist die Funktion, die jeder Zahl x die Zahl x² mal 5x zuordnet. Und somit ist das Produkt von zwei Funktionen sofort definiert. Übrigens, dieses Produkt ergibt dann 5x hoch 3. Auch der Bruch wird definiert. Der Bruch von zwei Funktionen ist eine neue Funktion, die jeder Zahl x die Zahl f von x geteilt durch g von x zuordnet. Hier in unserem Falle macht das also f von x, das ist x², geteilt durch g von x, das ist 5x. Und so haben wir sofort den Bruch von zwei Funktionen definiert. Vorsicht hier in dem Falle, man hat Tendenz hier durch x zu kürzen, das dürfen wir aber hier nicht, denn würde man durch x kürzen, bleibt die Funktion übrig, die jeder Zahl x ein Fünftel der Zahl zuordnet. Durch diese Funktion hätte 0 ein Bild. 0 gehört zum Definitionsbereich dieser Funktion. Hier jedoch nicht. Durch diese Funktion hat 0 kein Bild. Aus diesem Grund dürfen wir hier nicht mit x kürzen.